Hey Leute und willkommen zu einem kleinen Video hier auf unserem Kanal. Zu einer Runde Hide and Seek mit mir, dem Torben und ja ohne Facecam, weil es gerade Viertel nach 10 ist und ich keine Softbox habe. Und das Ganze ist einfach nur kurz eine Runde zum Erzählen, weil ich erstmal, weil ich euch einfach erzählen wollte, was so, damit ihr ein bisschen aufgeklärt seid. Also, das Ganze sieht nämlich in den nächsten 2 Wochen so aus. Wir sind jetzt die erste Ferienwoche im Urlaub. Flori und ich auf Norderney und Tobi ist ja auf dem Schüleraustausch in Amerika. Und ja, deswegen sieht das so aus, dass Flo und ich wahrscheinlich häufiger, was sind wir denn überhaupt, ein Bookshelf, Gario, dass Flo und ich wahrscheinlich mal Vlogs machen werden. Tobi nicht, der hat bessere Dinge dazu tun, nämlich in die Schule gehen. Und wir wollen halt öfter Vlogs dann mal machen. Und was wir auch vorhaben, ist definitiv Vlogs zu machen, Leute. Wir haben für die ganze Woche aber Videos aufgenommen, vorproduziert. Da kann ich mich hinstellen. Das ist doch ein guter Raum für ein Bücherregal. Nicht? Nicht? So. Hier nicht. Hier drauf. Come on. Wenn schon, ne? So, wir haben nämlich für die ganze Woche Videos vorproduziert. Und Tobi kommt aber erst in der zweiten Ferienwoche am Ende wieder. Und deswegen haben wir für Tobi nicht genug Videos eben. Also Tobi kommt selten vor in den 2 Wochen. Aber wir kriegen es alles hin. Wir sind eine Woche auf Norderney. Das ist gar kein Problem. Für die Woche haben wir jeden Tag ein Video. Und wenn ihr so sehen wollt, was wir auf Norderney so machen und so, dann geht mal auf unseren Twitter-Account. Link ist in der Beschreibung und wird jetzt wahrscheinlich hier irgendwo auch eingeblendet. So ein Twitter-Symbol und da könnt ihr dann draufklicken oder so. Oder vielleicht auch nur so ein Link. Das kommt ganz drauf an, worauf ich gerade Bock habe beim Schneiden. Und auf unserem Twitter-Kanal werdet ihr dann halt Sachen finden, wann, was wir gerade aufnehmen und so. Also Vlogs werden, denke ich mal, kommen. Müssen wir nochmal kurz besprechen, aber ich denke, es wird kommen. Und ja, Leute, ihr könnt dann auch schreiben, entweder in die Kommentare oder eben auf Twitter unter dem Hashtag KopfzappLP, welche Themen ihr denn da besprochen haben wollt. Wir können in den Vlogs ja auch Themen besprechen. Zum Beispiel, ich wurde öfter mal gefragt, worauf man beim Longboard-Kauf achten muss. Da bin ich auch schon tot. Und das können wir natürlich machen. Flo hat ja auch ein Longboard. Und wir werden auch Longboard-Vlogs natürlich machen. Und wir können natürlich auch sagen, worauf man beim Longboard-Kauf achten muss. Weil ich skate jetzt seit, keine Ahnung, 3 Jahren oder so. Und Longboard fahren ist jetzt für mich noch nicht ganz so alt, aber irgendwie ja, 1 Jahr, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall weiß ich, worauf man beim Longboard-Kauf achten muss. Was für euch sowieso dann erstmal besser ist, ob ihr eher der Skate-Typ seid oder ob ihr eher der Longboard-Typ seid. Worauf man dann bei beidem achten muss, das ist natürlich gar kein Problem. Das kann ich euch gerne dann mit Flo alles erklären. Und wir können ja auch darüber reden, eben über andere Themen, die ihr gerne haben wollt. Es ist wahrscheinlich so, ich hoffe es einfach mal, dass wir auf Norderney die 500 Abonnenten knacken werden, weil wir jetzt 487 haben und das ja gut zunimmt. Deswegen ist es ein wenig schade, dass wir das 500 Abonnenten Special nicht machen können. Also nicht genau, weil ich hasse es eigentlich, sowas im Voraus aufzunehmen, weil dann sind die Emotionen noch gar nicht so da, als wenn man das an dem Tag macht, wo man dann auch wirklich die 500 Abonnenten knackt. Vielleicht ist es, wenn ihr das wollt, können wir das so machen, dass wir ein Q&A-Video machen. Das heißt ein Frage- und Antwort-Video. Wenn ihr das wollt,
können wir es natürlich gerne machen. Dann bräuchten wir natürlich nur Fragen. Wir werden die Fragen also nehmen, die sich so in den letzten... Geil, jetzt bin ich gefangen. Wir werden natürlich die Fragen nehmen, die wir auch so in den letzten... die sich in den letzten Monaten so angesammelt haben. Manche davon haben wir in den Kommentaren beantwortet, manche nicht. Es kommt drauf an, was das für Fragen sind. Und das können wir dann machen, im Q&A-Video. Wir können aber auch viele andere Sachen machen. Also ihr seid gefragt, Leute, schreibt es in die Kommentare. Und ja, genau. Ich kann sogar Tutorials geben, wie man Longboard fahren lernt, wenn ihr das wollt. Aber jetzt, Leute, sag ich erstmal, in 40 Sekunden ist die Runde zu Ende und wir stehen hier so lange chillig in unserer unserem Ding rum. Also für Nuranai geht auf twitter.de/kopsablp. Der Link wird jetzt nochmal eingeblendet, höchstwahrscheinlich. Wird jetzt höchstwahrscheinlich nochmal eingeblendet, wenn ich dran denke. Und ja, genau. Für Vlogs und so weiter. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr sehen wollt, meine Freunde. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, bitte, Leute, einfach die Kommentare zuspammen, einfach in den Tweet #AskCopsUpLP schreiben. Wir werden uns diese Sachen vornehmen und wer hat gewonnen? Die Seeker? Ne, der Heider. Okay, Leute, dann würde ich sagen, freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ihr seid natürlich die geilste Community, die es auf dieser Welt gibt, auch wenn ihr noch nicht die größte seid. Aber es kommt bestimmt noch, Leute. Und dann hoffe ich, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Und das wird nämlich am Samstag, dem 4. Oktober sein. Und um 9 Uhr oder so sitzen wir schon im Zug Richtung Norden, heißt das, glaube ich. Also nicht in die Himmelsrichtung Norden, sondern die Stadt heißt Norden. Und da müssen wir dann, Norden war nach Baltrum, glaube ich. Da waren wir sonst immer früher, das ist aber eine kleinere Insel. Ist aber eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, morgen um 10 Uhr sitzen wir schon im Zug Richtung Norderney und in die Himmelsrichtung Norden und in die Stadt Richtung Norden. Und ja, dann hoffe ich, euch hat's gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.